Hallo liebe Leute, hier ist euer Jojin. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei The Outlaw, The Drunk and The Whore. Ich bin euer Jojin, schön, dass ihr dabei seid. Juhu! Ich bin total happy, weil das Spiel schön schnell und flüssig ist und hoffentlich die Aufnahme diesmal klappt. Ach du Schande, jetzt habe ich natürlich Mist gebaut. Ach du Kacke. Ja, das fängt gut an. Hier müssen wir diese Kackhaufen wegmachen. Warum auch immer. Die Farm ist nicht ohne, besonders wegen einer bestimmten Person, die wir versuchen, glaube ich, zu umgehen. Ah, nein, den hätte ich natürlich nicht nehmen dürfen. Ah, Schande. Ihr seid Kacke. Ihr wisst es. Was bietest du an? Also das ist das erste, ja, schwierigere, sage ich mal, Areal. Oh, den haben wir schon. Poke me hard. Den haben wir schon. Den muss ich mir gerade mal aufschreiben. Da habe ich nämlich einfach Speer hingeschrieben. Und der heißt Poke me hardest. Okay, den brauchen wir nicht. Obwohl der natürlich gar nicht so schlecht ist. Aber wir sparen, glaube ich, eher das Geld und hoffen durchzukommen. Wir machen aber Resistenzen höher und HP höher. Und sparen auf einen Gegenstand, den wir noch nicht haben. Wir dürfen nur nicht sterben. Das ist natürlich ganz wichtig, sonst... Was ist das? Krawumm! Hat er sich wohl selbst in die Luft gejagt. Ja, können wir gut gebrauchen. Wir haben zu viel Kacke am Anfang gemacht. Ey, oh, jede Menge Nuggets. Das wäre natürlich auch noch geil, die 20 Nuggets kriegen. Au. Am schlimmsten sind sie eigentlich sowieso die Wespen da unten, oder was das da sind, die Bienen. Wow, critical. Genau deswegen machen wir das höher. Wir können die Schlange eigentlich mitnehmen, ne? Und hoffen, was zu kriegen, aber dem war leider nicht so. Schade, nichts gedroppt. Also hier haben wir das Problem mit dem Cowboy. Ihr erinnert euch, der ist ein richtiges Problem. Wenn der wach wird, der legt nämlich übelst los und den will ich eigentlich nicht bekämpfen. Deswegen werden wir den ganz am Ende machen. Weil unter einem der Kühe könnte natürlich eine Karte sein. Und die hätten wir gerne. Aber wir lassen erstmal seine Kühe schön in Ruhe. Schauen, dass ich nichts vergessen habe. Sieht aber ganz gut aus. Level up! This is awesome. Wir haben 10 Gringos. Darf ich nicht vergessen zu nehmen, weil die sind schon ziemlich geil. Aber eher so für einen Notfall. Mist. Schade, nichts gedroppt. So, und hier der obere Bereich, der ist richtig übel.
Da sollten wir ein bisschen vorsichtiger sein. So, da können wir uns heilen. Das sollten wir vielleicht noch tun. Falls wir in Probleme kommen. Ein bisschen Beischlaf machen mit der Hure da. Naja, hör mal auf zu rennen. Ah! Hätte ja direkt hingehen können. Schön, Critical und etwas Gold. Gold ist immer gut. Mehr Gold. Shit, weg hier. Critical. So, hör auf zu rennen, Häslein. Ah, okay. Da haben wir den ersten Gegner. Okay. Genau. Das hatte ich gehofft. Oh. Na, den Boost nehmen wir uns mal. Noch mehr Punkte. Ein Nugget. Nuggets sind auch gut. Hätten wir gerne mehr. Ich hätte gerne mal den 20er, wie gesagt. Einfach zum zu erfahren, was wir da genau kriegen. Ja, da ist noch so ein Revolverheld. Der ist scheiße. Der ist richtig doof. Und wir haben nicht mehr so viel Schuss. Das ist auch... Ah! Ich muss den Revolverhelden aber, glaube ich, nicht unbedingt töten. Aber es wäre, glaube ich, nicht schlecht für die Punkte. Schade, keinen dicken. Ja, sag mal, was ist das denn? Ah. Okay, versuchen wir ihn zu töten. Oh, shit. Und er hat Geld hinterlassen. Das war super. Und noch mehr Geld. 32, das ist nicht schlecht. Nice. Schade, hätte ich die Pistole, wenn wir so viel Schaden machen. Okay, uns fehlen zwei Stück. Müssen wir mal gucken, wo wir die liegen gelassen haben. Zwei von denen. Ich will keine Muni verschwenden. Gehen wir mal hier durch. Irgendwo. Ah, da ist einer. Da ist der letzte. Alles klar. Das heißt, wir fliehen in die Richtung rüber. Und fangen hier an. Aua! Das ist aber blöd, dass der nach oben weggesprungen ist. Also das heißt, wir dürfen nicht nach oben. Da ist die Karte! Die haben wir gesucht. So, dann können wir schon abdackeln hier. Ja, bloß nicht mit dir anlegen. Wir müssen natürlich noch den Ausgang jetzt finden. Der die letzten Male immer oben war. Warum testen wir das doch direkt auch mal? Nee, nee, mit dir wollen wir uns nicht anlegen. Der hält nämlich viel zu viel aus. Das würde sich nicht lohnen. Yeah, we got a winner. More Gringos. So, neue Stage. Well, it looks like there's no getting past Death Valley for you. But can you get past the Civil War and this battle the old-fashioned way? Also, ein Level, was ihr noch nicht kennt, was wir uns zusammen natürlich anschauen wollen. So, da bin ich unheimlich oft gestorben. Hab's zwar jetzt schon geschafft, aber
Wie gesagt, das ist ein fieses, fieses, fieses Ding gewesen. War ich mal im Outlaw drin gewesen. Hatte echt Probleme gebracht. Ich glaube, hier werden wir mal Gringos einsetzen. Die werden das, glaube ich, enorm vereinfachen. Aua! Komm, schnapp sie dir, Tiger. Stell dich nicht so doof an, greif an. Dankeschön. Dankeschön. Ja, sehr gut. Also, das vereinfacht das enorm, diese Fähigkeit. Die ist schon sehr geil. Ja, wenn es gut ist, können wir dich runterlocken. Und du jagst dich hier in die Luft. Ja, schieß mal da drauf. Schießt du auf das Fass? Okay, hast keine Lust, dann mache ich das. Hast du leider überlebt. Gut. So weit, so gut. So, 8 ist auch, glaube ich, Maximum. Schauen wir mal, was wir hier in den Kisten kriegen. Also im Norden sind die Nordstaatler, im Süden sind die Südstaatler. Der Süden ist etwas schwieriger. Level up! Okay, das lohnt sich noch nicht. Schade, nichts drin. So, nicht den Kaktus berühren wieder. Also hätte ich nicht die Spezialfähigkeit, die krasse, dann hätte das hier enorm viel Munition gekostet. Wundert also nicht, warum es hier so viel Muni gibt. Das hat schon seinen Grund. Ja, Mann! Wir haben 3 Karten schon! Wie geil ist das denn? Schade, nichts drin. Dann haben wir uns noch mal eine Patrone, um wieder auf 8 zu kommen. Ich bin nicht ganz sicher, ob ich da eine schöne Steigerung von habe. Ah ja, die Gleise. Wir könnten hier jemanden retten. Oder vom Zug niederfahren lassen. Aber wir lassen sie natürlich, wir retten sie, da sie Gold hinterlässt für uns. Vielen Dank. Ach, der ist schon Mist. Das war natürlich eine Verschwendung. Schnappen wir uns mal die Patronen hier. Da kriegen wir 3 Gold pro Nugget. Ist die Frage, wir versuchen 20 hinzukriegen. Was verkaufst du denn hier heute? Dr. Quinn's Head kennen wir noch nicht, haben wir noch nicht. Sollten wir uns kaufen. Medicine Boost. Aha. Ja, da mir fehlt, kaufe ich ihn. Dr. Quinn's Head. Gut, sieht aus wie von Indiana Jones. Dann würde ich sagen, Nahkampf erhöhen kann nie schaden. Und Maximum HP erhöhen kann auch nicht schaden. Dankeschön. Schade, nichts drin. Es hätte ja sein können. Nugget. Das ist nicht so schlecht. Das Coole halt hier dran ist, dass wir so viele auf einmal treffen. Mensch, ihr seid scheiße. Ich versuch's gerade ohne Gringo-Fähigkeit. Wir dürfen natürlich auch nicht sterben. Das wäre auch nicht so gut. Na, komm mal ein Stück näher. Und noch ein Stück.
Okay, die Explosion hat nicht so viel gebracht. Schade, ich wollte den da drunter mit erwischen. Das war aber nix. Zwei Schuss noch. Sollten wir dich vielleicht noch kriegen? Ja. Okay. Da liegt neue Muni, da muss ich nicht hoch. Ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ah, schade, aber keine von denen, die ich hätte gebraucht haben. Gerne was Größeres. Oh, versuchen wir das Lager doch mal von Süden aus zu abschlachten. Bams. Nice. Krawum. Jede Menge Schlangen. Krawum. Und volle Muni wieder. Level up. Ding, ding. Ah, da haben wir noch ein paar mehr. Haben aber nicht mehr so viel Muni. Oh shit. Zwei Schuss, das könnte ausreichen. Glück hab. Okay. Head for the gate. No, I won't. I need everything first. Mhm. Gold ist immer gut. Jetzt habe ich nicht gesehen, was war, aber wir haben irgendwas bekommen. Schauen wir nach ein paar Steinen noch oder Skeletten. Können überall Nuggets hinter sein. Schade. Oh, da liegt Gold. Hallölö. Nugget, genau deshalb machen wir es. Hallo? Woo! Alkohol! Ah, da hat man noch so einen. Schade. Noch mal kurz reinschauen. Da gibt es nichts, was wir brauchen. Dann gehen wir mal weiter. Ja, das ist Pech. So, bei den Indianern angekommen. You got out of the heat and into the fire. Watch your scalp, cause you're Indian country now. Take out Big Chief and Skedaddle. Ja, da bin ich kaputt gegangen. Das war fies, das schauen wir uns aber jetzt an. Da müssen wir den abknallen, den Häuptling der Indianer. Und ansonsten müssen wir da eigentlich auch nichts Großes, glaube ich, machen. Aber wir schauen einfach mal. Aber das machen wir im nächsten Video. Bis demnächst, euer Chojin.